Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie stellt viele Unternehmer hier in Hamburg und in der ganzen Republik vor große Herausforderungen. Und wir erinnern uns an die Anfangszeit, als es viele Wirtschaftshilfen für Unternehmer gab. Und ich möchte mit Kai Schimmelfeder darüber sprechen, wie eigentlich die aktuelle Situation ist. Denn ich selber habe jetzt wenig darüber gehört, dass es neue Töpfe gibt. Ist das so? Ja, es braucht gar keine neuen Töpfe. Die alten sind noch gar nicht ausgeschöpft. Das ist der Wahnsinn an der Sache. Ja, liegen ja auch über 20 Milliarden rum und es wird nicht abgerufen. Woran liegt das? Viele haben in der Zwischenzeit, also letzten anderthalb Jahre, von den Unternehmen her quasi auch, ich sag mal, ein bisschen Respekt vor der Antragstellung bekommen. Da sind viele Fehlanträge gelaufen, dann gab es Rückzahlungen, dann gab es sogar freiwillige Rückzahlungen von Unternehmen, die das gar nicht hätten zurückzahlen müssen. Und dann spricht sich das rum und dann ist teilweise, glaube ich, so eine Unsicherheit, hat sich verselbstständigt und jetzt stellen immer weniger Unternehmen Anträge. Es gibt auch viel bürokratisch Mehraufwand, ja, das gibt es. Aber ich würde als Unternehmer nicht darauf verzichten, diesen Weg zu gehen. Nun gibt es ja auch Fördermaßnahmen, die nicht unbedingt konkret an Corona oder an die Pandemie gekoppelt sind. Ja. Welche Möglichkeiten gibt es denn darüber hinaus? Das stellen wir sehr stark fest, dass Unternehmen, also einige konzentrieren sich halt auf die Wirtschaftshilfen und sind damit auch unzufrieden. Das kann ich auch verstehen. Ja, wirklich, ist auch nicht so einfach. Aber viele haben gemerkt, es gibt noch viele andere, zum Beispiel Innovation. Da gibt es ein großes Zuschussprogramm, das wird nochmal nachgesteuert. Das heißt, da werden Personalkosten gefördert von bestehenden Mitarbeitern für die Innovation und Entwicklung neuer Produkte. Oder auch jetzt aktuell, das ist ja im Juli dieses Jahr gestartet und wird im Januar, jetzt kommenden Jahres, nochmal verstärkt die Investition in gewerbliche Bauten. Da reden wir von Zuschüssen jetzt schon von über 20%. Mal absolutes Beispiel zu sagen, 1 Million Euro Gewerbeimmobilie, Investition, 200.000 Euro Zuschuss. Und ich glaube, das ist schon eine Menge an Geld. Würde man jetzt 2 Millionen investieren, hätten wir schon 400.000 Euro Zuschuss für ein Unternehmen, das vielleicht eine neue Halle baut, neues Gewerbesystem hat, eine neue Verwaltungsstelle hat. Und ich finde, das ist so ein Wachstumsimpuls, den sollte jeder Unternehmen mal überlegen. Ja, man muss jetzt nicht Immobilien machen. Da gibt es noch Digitalisierungszuschüsse. Die haben alles, was ich jetzt gesagt habe, nichts mit Corona zu tun. Und die Töpfe sind alle noch vorhanden und werden gerade wieder aktiviert und vollgefüllt, weil die Haushaltslage in Deutschland es auch erlaubt. Jetzt haben Sie gesagt, die Zurückhaltung der Unternehmen in Deutschland war relativ groß, was die Corona-Hilfen angeht. Wie sieht das denn bei den anderen Fördertöpfen aus? Werden die jetzt stärker nachgefragt? Da, wo Unternehmen sich diesem Thema positiv zugewendet haben, ja, also das sind die Unternehmen, die, ich will fast sagen, vom Mindset her gesagt haben, in der Förderung liegt auch eine Chance. Denen ist klar, also wir haben nicht bundesweit, aber verschiedene Bundesländer haben jetzt ein höheres Investitionsnachfragevolumen, was schon ausgezahlt ist, als vor Corona. Und das ist ohne Wirtschaftshilfen gerechnet. Wenn wir die Wirtschaftshilfen noch draufrechnen würden, wären wir schon fast bei der doppelten Milliardenzahl in einigen Bundesländern. Also es gibt ganz viele Investitionen von Unternehmen, die vorangetrieben werden, aber leider ein Großteil ist auch vom Verhalten her sehr zurückhaltend. Und das wird die auf Zukunft schwächen. Also ich kann da nur aufrufen, die Investition voranzutreiben, durch die Corona-Krise weg. Also jetzt investieren. Ja. Die Frage ist, warum gibt es da so regionale Unterschiede? Und vor allem, wo sind die Unternehmer denn mutiger, Förderung zu beantragen? Also nehmen wir Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, also das größte Bundesland. Da haben wir eine höhere Investitionsbereitschaft von 60% in absoluten Eurosummen. Also es ist 60% mehr Investitionsvolumen jetzt schon aktiv als vor Corona, ohne Corona-Hilfen. Das ist natürlich eine unglaublich hohe Wanderung, also ein sehr starkes Investitionsverhalten. Und wir haben andere Bundesländer, und das ist nicht nur neu und alt, sondern andere, die sagen, nee, wir halten uns komplett zurück. Die sind auf einem Vorniveau vor Corona. Das heißt, da wird weniger investiert als noch vor Corona. Und das kann ja nicht sein. Es gibt ja auch viele Vorbehalte. Viele Unternehmer denken immer noch, ich kriege sowieso keine Förderung oder da kenne ich mich nicht aus. Was können denn solche Unternehmer tun, um diese Hemmschwelle zu überwinden? Ich sage mal ganz eigennützig, wir haben ja zum Beispiel einen kostenlosen YouTube-Kanal, da klären wir über diese Dinge ja sehr stark auf, dass sich Menschen, die davor vielleicht Respekt haben, ich will nicht sagen Angst, aber die vielleicht das zum ersten Mal machen, wir haben es ja alle nicht gelernt. Kein Unternehmer hat irgendwie auf der Schule gelernt, so beantragt man Fördermittel richtig. Und der YouTube-Kanal oder auch die Sendung hier bei Hamburg 1, die führen dazu, dass das einfach
besser verstanden wird und Vertrauen gefasst wird. Und wenn man das hat und wenn man als Unternehmer in die Zukunft investieren will, dann ist auch das Thema Förderung erstmal selbst zu erkennen, selbst zu lernen. In so YouTube-Videos eine einfache Möglichkeit, um dann den nächsten Schritt zu tun. Einfach mal einen Zwischenstep zu machen, sagen, ich beschäftige mich damit. Es muss ja nicht alles schrecklich sein im Leben und es ist nicht alles bürokratisch. Nein, ist es nicht, wenn man weiß, wie es geht. Und da erläutern wir auch, wie es geht. Und das eine oder andere Mal gilt es da ja sozusagen auch aus der Not eine Tugend zu machen. Sie haben gerade die Digitalisierung angesprochen. Ja. Nehmen wir diesen Punkt mal kurz heraus, weil das ist ja etwas, was auch jetzt gerade viele Unternehmer beschäftigt. Das heißt, wenn es da Fördertöpfe gibt, das wäre ja eine große Chance. Ja, es gibt aktuell in jedem Bundesland aktuell 2 Fördertöpfe für Digitalisierungszuschüsse. Von der Webseitenaktualisierung bis hin zu ganzen Kundenleitprozessen, zur Digitalisierung bis rüber zu Medienbrüchen. Und wir reden hier von Zuschüssen bis zu 500.000 Euro pro Unternehmen, rein auf Digitalisierungsinvestitionen bezogen. Nichts mit Corona, nichts mit Wirtschaftshilfen, sind Regelprogramme der Förderung, die aber aktuell auch nicht so stark nachgefragt werden, wie man es sich wünschen würde, um der Wirtschaft auch einen digitalen Sprung zu verpassen. Jetzt sagen vielleicht viele, 500.000 ist ja für mich viel zu viel. Gibt das auch niedrigschwellig? Ist ja maximal. Und man muss es nicht ausnutzen. Und das heißt tatsächlich, wenn jetzt ein Unternehmen, nehmen wir mal das Beispiel, in seinem Außenauftritt eine neue Webseite baut, wirklich diese Basic-Dinger, dafür gibt es schon Förderung? Der Einstieg der Förderung für Digitalisierung. Dann gibt es darüber hinaus Digitalisierungsstrategien. Das heißt, was will ich in den nächsten 1-2 Jahren mit meinem Unternehmen in der Digitalisierung machen? Also ich muss nicht digitale Produkte haben, sondern wie stellen wir uns digital auf, um die nächsten Schritte zukünftig digitaler mit unseren Kunden, mit unseren Lieferanten, mit unseren Geschäftspartnern zu kommunizieren, Produkte zu veräußern, vielleicht Märkte zu erkennen und diese ganzen Thematiken. Und es müssen nicht gleich 3, 4, 5 Millionen sein. Ich wollte nur sagen, es sind so große Töpfe, da gibt es für viele eine Chance. Jetzt zu investieren, denn wann, wenn nicht jetzt? Auf was wollen wir dann warten? Ja, ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich dafür, Kai Schimmelfeder. Vielen Dank.